Wenn in der Rettungswache Leonberg der Notfallpieper losgeht, zählt jede Sekunde. Alex. Ein Notruf aus der Leitstelle Böblingen. Herzinfarkt auf der Autobahn. Notarzt Dr. Michael Käser hat rund 200 Einsätze im Jahr. Noch immer ist er jedes Mal aufgeregt. Ohne Angst wird es wohl nie gehen. Und letztendlich auch der Adrenalin-Level, den man hat, der erhöht die Konzentration. A8, Anschlussstelle Heimsheim. Der Herzinfarkt ist in Wirklichkeit ein Auffahrunfall. Alles in Ordnung. Ich habe mich so aufgeregt, ich habe ja etwas Herzsperren. Ja, okay. Beruhigen sich, das wird gut, okay? Beim Aufprall hat der Airbag den Brustkorb der Frau eingeklemmt. Kommen Sie mit mir. Geht's mit dem Laufen? Kerosin, da dazu? Ist es? Sie sind vorne. Ja. Noch kann der Notarzt nicht erkennen, was der Frau fehlt. In Lebensgefahr schwebt sie offenbar nicht. Doch Michael Käser weiß, bei Notfällen wie diesem muss er mit allem rechnen. Deshalb soll die Frau sofort ins Krankenhaus. Draußen wird die Unfallstelle geräumt und drinnen im Rettungswagen beginnt der Arzt mit den Untersuchungen. Warum muss sie Sauerstoff bekommen? Das tut einfach dem Herz gut. Und jemand, der sehr aufgeregt ist, hat einen höheren Sauerstoffbedarf. Oder jemand, der verletzt ist. Also wir müssen schnell übergeben. Im Krankenhaus Leonberg. Patientenübergabe an den Klinikarzt. Michael Käser hat seinen Job gemacht. Fast. Eins fehlt noch, das Notfallprotokoll. Nervt Sie das, dass Sie das jedes Mal machen müssen? Ja, ich würde lieber gern die Notfälle machen. Also lieber 10 Notfälle als 2 Protokolle ausfüllen. Zurück zur Rettungswache. Grillen mit der Truppe. So viel Zeit wie möglich mit dem Rettungsteam verbringen. Das ist Michael Käser wichtig und für einen Notarzt eher ungewöhnlich. Wie oft passiert denn das, dass man gerade das Fleisch auf dem Teller hat und dann kommt was? Mir häufig oft. Also ich habe das Glück immer, dass ich 3 Bissen habe und dann pfeift. Das heißt auf Deutsch, ich darf mit dem keinen Dienst machen. Bewusstlose Person in Leonberg Mitte. Warum, wissen die Kollegen von der Rettungsleitstelle nicht. Der Notarzt muss mit dem Schlimmsten rechnen. Jedes Mal. Man gewöhnt sich dran. Und in der Regel geht's ja auch gut. Die Angst, die baut sich ab. Weil der Normalfall ist ja auch das Happy End, dass man die Probleme lösen kann. Welches Problem erwartet ihn diesmal? Hat der Patient einen Herzstillstand? 25. Schläuche fürs künstliche Beatmen, Narkosemittel und ein Defi für Elektroschocks hat er immer dabei. Der Einsatzort? Eine Augenarztpraxis. Nein. Wahrscheinlich hat der Mann durch Blutungsstörungen im Gehirn. Leonberg wegen dem Anmelder oder? Ja, also Leonberg Innere ist okay. Da steht das Kontakt. Michael Käser begleitet seinen Patient ins Krankenhaus, versucht ihn zu beruhigen. Selbst wenn ich jetzt alleine unterwegs wäre und hätte gar nichts dabei und könnte gar nichts machen. Einfach reden mit dem Patient, ihn trösten, dann geht's auch schon besser. Was wünschen Sie sich von einem Notarzt? Dass er mir hilft. Und
wie wichtig ist Ihnen Freundlichkeit, dass er auch... Naja, das ist klar. Wenn da einer kommt mit so einem Bärengesicht. Ne? Aber normal sind sie immer gut. Diesen Fall kann Michael Käser beruhigt hinter sich lassen. Andere verfolgen ihn. Vor allem, wenn er nicht mehr helfen konnte. Blutzähne, das sind wir gewohnt, auch wenn andere Leute leiden. Also das ganz soziale Auswirkungen hat, das nimmt einen dann schon mit. Trotzdem, für ihn ist Notarzt seine Berufung. Ich bin gläubiger Christ und so das kürzeste Gebet, Jesus. Und ich gebe mir Mühe und der soll mir auch helfen. Wenn ich dem das gesagt habe, fange ich an zu arbeiten. Wir sind eingetroffen. Da in der Pampa ist es. Hallo? Ach du Scheiße. Oh, Vorsicht, gell? Die Frau ist beim Spazierengehen ausgerutscht. Schien und Wadenbein sind gebrochen. Der Notarzt spritzt Narkose und Beruhigungsmittel. Gibt's einen Pieks? Ich glaube, jetzt fängt sie an zu schlafen. Nee, der Fuß wird noch dreckig. Jetzt drehen wir es klar. Okay, ist gut. Okay. Positionsstellung, Schienen. Erst nach dem Einrenken ist die Frau transportfähig. Aber das wird wieder? Ja, davon gehe ich aus. Wird wieder laufen? Ja, ja. Auf unseren Notarzt wartet der nächste Einsatz. Zu Hause als Familienvater.